Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Kennst du die vielen Leute im Online-Business, die mit ihren Millionen an Umsätzen angeben? Ja, oft genug. Und ich kann dir sagen, ich habe das schon oft genug gesehen, weil ich ja oft genug Best-Practice-Beispiele gezeigt bekomme. Oft genug hängt da dran, dahinter aber dann eine Millionenausgabe an Facebook-Ads. Ja, oder einfach 10, 20, 30 Mitarbeiter, die auch alle bezahlt werden wollen. Ja. Und damit möchte ich dir aufzeigen, um was es eigentlich geht. Du willst ja nicht möglichst viel Umsatz machen, sondern du möchtest ja möglichst viel Gewinn machen. Also das heißt, du möchtest ja möglichst viel unter dem Strich haben. Und wenn deine Kosten dann einfach an deinem Umsatz nagen, dann bleibt nicht viel übrig. Und ich finde, die große Kunst, ein Online-Business wirklich gut zu führen, ist einfach die, dass du möglichst wenig Kosten hast. Ja? Und das geht ganz einfach mit Online-Kursen. Mit einem Online-Kurs brauchst du einfach gar nicht viele Kosten zu haben. Wie gesagt, du kannst natürlich Facebook-Ads schalten, du kannst ganz viele Mitarbeiter haben, du kannst aber auch ein ganz schmales, schlankes Business haben mit einem Online-Business. Und das geht ganz, ganz einfach, viel einfacher als sonst irgendwo. Weil, seien wir ehrlich, was brauchst du denn eigentlich für ein Online-Kurs-Business? Du brauchst eine Kurssoftware, du brauchst vielleicht noch eine E-Mail-Software, noch ein paar andere Software, das sind 100-200 Euro. Und mehr brauchst du nicht. Und natürlich, wenn du insgesamt nur 300 Euro verdienst, dann sind 100-200 Euro viel. Aber jetzt kommt das Skalieren, die Skalierschere dazu. Und vielleicht hast du das noch nie gehört, deswegen möchte ich dir das kurz sagen. Skalieren heißt, egal ob du 3 oder 30 oder 300 oder 3000 Leute in deinem Online-Kurs hast, du brauchst nicht mehr zu investieren. Und zwar nicht nur nicht mehr Geld, sondern auch nicht mehr Zeit. Weil der Online-Kurs ist da und der läuft und läuft. Wenn er einmal aufgesetzt ist, dann braucht er nichts mehr. Und du brauchst eben da dann auch, wenn du Tausende von Euros machst, noch immer die gleiche Software für ein paar hundert Euro. Und das ist die große Kunst für dein Online-Business, für dein Online-Kurs-Business, dass du eben diese Skalierschere immer weiter aufmachst, dass du immer mehr Umsätze machst, passive Umsätze machst und gleichzeitig aber sehr, sehr wenige Kosten hast. Und dann kriegst du es richtig zu spüren, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Ja? Weil dann kannst du nämlich locker 50% von deinem Umsatz Gewinn machen, sogar noch mehr, weil die Kosten eben so gering sind. Und das ist die wahre Kunst im Online-Business. Das ist das, was ich damals verstanden habe, vor über 10 Jahren. Und das ist das, was ich heute lebe und was ich auch meinen Leuten weitergebe.